Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Numina. Wir speichern jetzt hier. Meldet euch bei Celon, der ist weiter vorne. Okay. Ist er der wahre Endgegner des Spiels? Celon! Ihr seid zurückgekehrt. Ja, der war stärker, als wir angenommen hatten. Aber sie war euch trotzdem nicht gewachsen. Du hast meinen Freunden also geholfen, nach Kor zu kommen. Ja, ich wünschte, ihr hättet unseren Zweck schon eher vertraut und wärt damals mit uns zurück aufs Schiff gekommen. Wir hätten weitaus weniger Leute opfern müssen und könnten jetzt mehr Widerstand leisten. Ich bin übrigens auch immer sauer, dass du dich opfern wolltest, Sean. Nur damit du es weißt. Spart euch das für später, die Zeit drängt. Dann gibt's halt Versöhnungssex am Ende, ist doch kein Problem. Wir sind praktisch auf uns allein gestellt. Ich vermute, du hast geplant, alle allein in den Guf vorzuringen. Nun, unsere Chance ist gekommen. Ja. Aber dieses Mal gehen wir alle zusammen. Genau. Wir werden wahrscheinlich auf Widerstand stoßen. Berichten zufolge sind einige Truppen in der Anlage unter dem Sanktum stationiert. Wir werden uns nicht kampflos durchlassen. Also ja, dann machen wir die halt platt. Ha! Wo ist eigentlich Proserpinas Körper hin? Das ist die Frage. Als Kiade das Sanktum zerstört hat, ist ihre Schutzhülle ins Erdinnere verschwunden. Die Zeit ist also gekommen. Bist du auch bereit, Iglerich? Natürlich! Sehr gut. Der Abgang dort führt in die Anlage runter. Folgt mir, sobald ihr bereit seid. Ich sag einfach so, wir haben bereit zu sein. Was war das? Eine Explosion, vermutlich versuchen die Truppen der Ekklesia ins Sanktum vorzudringen. Beeilen wir uns. Naja, kämpfen müssen wir nicht, wenn es nicht drauf ankommt. Unser Max-Level ist halt erreicht. Deswegen umgehe ich die Truppen so gut es geht, einfach um Kräfte zu sparen. Blauer Schlüssel. Wundsalbe Mittel. Na, komm mal da weg. Komm mal da weg, habe ich gesagt, Digga. Na, das reicht mir. Okay, da oben liegt noch was. Ein Elixier. Wir haben auch noch das große Elixier. Das werden wir uns für Notfall halten. Wir müssen diese Tür aufbekommen. Wir müssen also das Runde ins Eckige, ja? Bin ja beruhigt. Ich bin noch nicht sicher, ob ich ihm wirklich vertrauen kann. Howie Zowie. Bye. Was immer das auch für ein Ort ist, die Ekklesia wollte nicht, dass man ihn so einfach findet. Willkommen dem Kermen immer näher. Seid wachsam. Können wir ihn. Ah, er ist nur ein Gast. Wir können ihn nicht auswählen und nicht im Kampf benutzen. Diese armen Schweine hier sind vielleicht die geopferten Seelen. Sehen wir, ob der blaue Schlüssel hier passt. Vielleicht wird das Sanktum gerade gestürmt. Uns rennt die Zeit davon. Leute, zurück. Das sind ganz schön. Es sind immer mehr. Warum greifen sie nicht an? Sie wollen uns ausbremsen, bis die Verstärkung da ist. Wie ihr wollt. Ah! Sailor. Wir müssen verschwinden. Los!
Zählern, kannst du laufen? Es geht, beeilen wir uns. Wir haben jetzt hier eh keine große Wahl, wir können nur geradeaus laufen. Ich weiß nicht, ob uns gerade was verfolgt oder so, deswegen renne ich einfach durch. Die Tür ist auf, das finde ich ja praktisch. Verdammt! Die Wunde ist ziemlich tief, ich sollte mir das ansehen. Keine Zeit, das Gitter wird sich nicht ewig aufhalten. Ah, verflucht! Zählern, das bringt doch nichts. Der Durchgang ist verschlossen, wir sitzen in der Falle. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Es muss einen Weg geben. Vielleicht ist es nur ethisch versiegelt. Ich glaube, die Wunde hat sich entzündet. So schnell? Uiuiui. Aber andererseits bei dem Gefaule hier unten, da wundert es einen nicht. Uns wird es gleich auch so ergehen, wenn wir nichts tun. Wir müssen uns aufteilen. Die eine Hälfte versucht das Tor zu öffnen, die andere hält die Wesen davon ab, durch das Gitter zu kommen. Hoffentlich können wir das Tor öffnen, bevor sie das Gitter durchbrechen. Los, schnell, wir dürfen keine Zeit verlieren. Und Zählern? Wenn ich mich nicht um ihn kümmere, er könnte sterben. Arx soll Zählern helfen. Wer kümmert sich um das Öffnen des Durchgangs? Je besser die Noetikkenntnisse, desto schneller sollte es gehen. Wo soll Cassandra helfen? Sie soll den Durchgang öffnen. Also Sarah soll auf jeden Fall dahin. Sean hat keine große Noetik, deswegen zu den Gittern. Und Raphael kommt mit zum Gitter. Das wäre jetzt meine Wahl. Bist du zufrieden mit der Einstellung? Ja, ich glaube schon. Ich verzichte auf ein bisschen Heilung und ein bisschen Zeug und ich hoffe, es funktioniert. Kommst du klar? Ich denke schon. Okay. Dieses Tor, es ist definitiv mit Noetik versiegelt, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange es dauern wird. Sie sind hier. Ah, wir müssen nicht selber kämpfen, okay. Na also. Doch nicht? Was macht das Tor? Ich beeile mich. Mach keinen Stress. Weg vom Gitter. Komm schon. Geh nicht auf, du Dreckstür. Ah. Ganz ruhig. Die Tür da unten. Nein. Langsam. Verdammt. Raphael. Geschafft, würde ich sagen. Das Tor ist wieder zugefallen. Ich glaube, Raphael. Verdammt, ich... Raff, spar deine Kräfte. Ich versuche, ihn zu heilen. Raphael, halt durch. Er verliert so viel Blut. Komm schon, Raphael, halt durch. Sean, es tut mir. Raff, bitte nicht. Kein Puls mehr. Nein! Vielleicht war es doch alles ein Fehler. Vielleicht hätten wir nie herkommen sollen. Nein, gebt nicht auf. Genau, Eglerich. Wir können jetzt nicht aufgeben, sonst war alles umsonst. Diese verfluchten Bastarde werden dafür bezahlen. Kommt, wir müssen weiter. Und Raphael, lassen wir ihn einfach hier? Wir müssen, sonst war alles umsonst. Wenn wir zurückkommen, kommen wir dich holen. Aufrichtiges Beileid, wirklich. Jeder weitere Tod schmerzt, aber wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Sonst werden es immer mehr. Scheiße, verdammt! Alles klar, Digga, stink hier nicht alles voll, ja? Warum noch? Wolltest du nur mal gesagt haben. Wir haben Raphael verloren und ich frage mich, ob wir noch mehr verlieren werden.
Ceylon, warte. Haben wir ihn sterben lassen sollen? Warte! Was hat er vor? Wir müssen hinterher. Aber dieses Mal zusammen. Genau. Ja, für Raphael. Hier sind wir wieder. Was ist passiert? Wo sind die anderen? Sind wir schon im Goof? Keine Ahnung. Sehen wir uns um die gleich. Wo sind alle? Dieser Ort. Zuletzt waren wir hier. Zuletzt waren wir hier, als wir den Goof in Falada betreten haben. Sind wir immer noch? Oder wieder? Haben wir den Goof nie verlassen? Unser Level haben wir noch, also ist schon mal gut. Oh no. Sag doch bitte sowas nicht. Hier ist noch eine scheiß Maske. Okay, es sieht aus, müssten alle oben sein, würde ich sagen. Mal gucken. Oh, falsch. Ah. So geht das. Und dann alle zurück. Moment. Jetzt mache ich alle zurück. Den können wir machen. Oder so. So. Und so. Er macht immer bis zum nächsten alle Schalter, sozusagen. Okay. Das hätten wir. Geh hinein. Ja. Was war das? Aquaknarre! Keine Ahnung. Schlafen wir alle? Das sind so Fragen. Was befindet sich im Herzen der Maschine? Wenn sich da überhaupt was befindet. Schlafen wir alle oder wollen wir es einfach nicht wahrhaben? Wollen wir es nicht wissen? Alles ist versunken. Hier ist alles träge. Meine Gedanken ziehen sich ins Leere. Nichts führt irgendwo hin. Ist das das Herz der Maschine? Arbeitet sie wirklich für uns oder wir für sie? Würde unsere Welt zusammenfallen, wenn wir ihr wahres Gesicht sehen würden? Sind wir... Haben wir es etwa geschafft, Iglerich? Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht können wir die anderen hier finden, wie beim letzten Mal. Auch wenn ich nicht verstanden habe, was damals genau passiert ist. Das sind ja unsere... Was zum... Bist du das? Ich weiß es nicht. Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Ich bin Sean. Aber ich bin... Diese Statuen, das sind doch Ark, Sarah und Cassandra. Ark, erster von mir ernannter Leiter der Arkanenakademie. Sarah, sie begleitete mich auf vielen Reisen und hielt meine Chroniken für die Nachwelt fest. Moment, was? Du sprichst doch von den Mitbegründern der Ekklesia.
So ist es. Aber ich verstehe das nicht. Taher! Bleib stehen! Was ist hier los? Sind wir in einer Zeitschleife? Aura? Aura, ich kann dich nicht auch noch verlieren. Schauen, vielleicht sollten wir einfach nach Aluin zurückgehen. Wir konnten nicht einmal Raphaels Tod wirklich verarbeiten. Was? Das ist also eine andere Version? Was geht hier vor sich? Das ist alles verdreht. Es besteht immer noch die Chance, dass sie dich im Institut heilen können, Aura. Willkommen im Bizarro, Numina. Raphael und Sean. Sie scheinen mich gar nicht zu sehen. Glaubst du, es war eine gute Entscheidung, hier zu bleiben? Du meinst, statt nach Zelum aufzubrechen? Ja. Wer weiß das schon? Hauptsache, ich kann dir noch etwas länger auf die Nerven gehen. Was? So hätte es auch laufen können. Meinst du? Wo sind die anderen nur? Vielleicht ist der Goof auch für jeden eine ganz eigene Realität. Weißt du? Also vielleicht haben jetzt gerade Sarah, Cassandra und Ark auch Visionen, die halt nur anders sind. Habe ich es wieder nicht geschafft? Was ist das für ein Ort? Und jetzt ist Sean hier der Großmeister der Ekklesia, oder was? Das ist eine Statue von mir als Proserpine. Ah, ja, genau. Es hieß doch, in einem anderen Zeitalter hätte er Proserpina sein können. Steht dir? Naja. Da ist noch ein Abbild. Das sieht dir bis jetzt am ähnlichsten. Was? Es bringt nichts, sie ziellos umherzuwandern. Ja, wir wissen aber auch nicht, wo Zelon hin ist. Was meinst du, Iglerich? Du bist ein anderer Sean. Was? Lass dich von diesem Ort nicht aus der Fassung bringen, Iglerich. Gemeinsam kommen wir hier durch. Folgen wir dem Licht. Jetzt sind wir alle wieder zusammen. Teilweise echt gaga, ne? Ich dachte, wir wären mit dem echten Sean unterwegs gewesen. Offensichtlich nicht. Offensichtlich scheint es hier viele Versionen von allen möglichen Strängen zu geben. Weißt du, folgen wir dem Licht, ich renne mal vor. Dieses Licht? Ich habe das Gefühl, dass wir unserem Ziel sehr nahe sind. Kommt. Ich muss mal ganz kurz, einmal kurz, ja, also einmal so, ne? So. Was ist das für ein Ort? Ah, hier waren wir schon mit, die Schwelle zwischen den Welten. Wir müssen versuchen, ans andere Ende der Brücke zu gelangen. Dort, wo unsere Welt endet. Und alle Gufe zusammenkommen. Dort, wo Proserpina verweilt. Ich vertraue dir schon. Wir können nicht speichern, natürlich nicht. Eine Barriere? Oder sieht es nur so aus? Sah nur so aus, okay. Woher kommt dieser Widerstand? Wäre ja auch zu einfach gewesen. Bleib dicht zusammen. Weiter!
Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Wir sind alle dabei. Wir feuern euch an. Ihr schafft das, ganz sicher. Ich glaube, wir kommen nicht weiter. Der Wind ist zu stark. Verdammt. Und weiter. Dieses Licht. Ist das unsere Verbindung, Ehlerich? Kannst du noch? Mach dir keine Sorgen. Das ist der entscheidende Moment. Wir kommen nur weiter, wenn unsere Verbindung stark genug ist, Ehlerich. Ansonsten war alles umsonst. Wir schaffen das. Sie ist auf Maximum. Los, Ehlerich. Du kannst es schaffen. Ich weiß es. Gib alles. Ein Schritt nach dem anderen. Sind wir... Was auch immer auf dieser Brücke passiert ist, ich glaube, wir haben es überstanden. Was ist das für ein Ort? Irgendwie fühle ich mich ganz leicht. Ehlerich, was ist mit dir? Alles gut. Gut. Weiter, wir sind fast da. Können wir speichern? Okay, hier können wir nochmal speichern. Das sieht saugeil aus, ganz ehrlich. Naomi, ist das Proserpina? Endlich seid ihr hier. Wir sind gekommen, um der Ekklesia ein Ende zu bereiten. Für Masame und für meinen Vater. Zeit ist gekommen. Nicht viele sind so weit über die Grenzen eurer Welt hinausgestoßen wie ihr. Schauen, jenseits dieses Tores liegt die Welt von Ehlerich. Ehlerich, diesseits liegt die Welt von Schauen. Dieser Ort ist die Naht, die Brücke zwischen ihnen. Zwischen allem diesseits und jenseits. Können wir die Gufe zerstören, wenn wir den Seelenfunken auslösen? Wenn du zusammen mit Ehlerich an die Schwelle trittst und ihr diese Kraft entfesselt, könnt ihr die Gufe zerstören? Hört nicht auf sie! Ceylon! Das wird auf lange Sicht gar nichts bewirken, Sean, außer dass du sterben wirst. Was redest du da? Du wirst nicht von der Schwelle zurückscheren können. Stimmt das? Ich bin mir nicht sicher, was mit dir geschehen wird. Was soll das heißen? Du würdest nicht zurückkehren? Was soll das heißen? Du bist dir nicht sicher. Die Ereignisse, die sich an der Schwelle abspielen, sind für mich jedes Mal verborgen. Jedes Mal? Sie obliegen nicht den Gesetzen unserer Welt. Hört mir zu. Was denkt ihr, wird passieren, wenn ihr jetzt alle Gufe zerstört? Wird die Ekklesia einfach mit ihnen verschwinden? Was wird den Leuten passieren, die dann ohne Licht und Wärme sein werden? Wer wird all die Regierungsstrukturen der Ekklesia ersetzen, um die Leute in dieser Krisensituation zu unterstützen? Nun, er hat einen Punkt. Die Menschen sind noch nicht bereit, ohne Lebenshauch zu leben. Wenn du die Welt wirklich zu etwas Besserem machen wandeln willst, musst du tiefer ansetzen. Aber was ist denn die Alternative? Sie ist die Antwort. Was? Sie ist nicht so machtlos, wie sie sich gibt. Immerhin hat sie dich doch hierher gelenkt, oder einfach nicht. Dich und deinen Schutzgeist. Alles, wonach er strebt, ist Macht. Alles, wonach ich strebe, ist die Chance, unsere Welt radikal zu verändern. Mich zu vernichten, wird eure einzige Chance zunichte machen, die Gufe zu zerstören.
Das ist eure einzige Chance. Solange die Kufe existieren, bleibt die Ekklesia in der Vormachtstellung. Sie lügt euch an. Sie will die Ekklesia gar nicht entmachten. Und du willst an ihre Stelle treten. Ihr wollt nicht nur die Kufe zerstören. Und ihr wollt nicht nur die Ekklesia stürzen. Ihr wollt die Ungerechtigkeit beenden, dass Menschen in den Kufen geopfert werden müssen. Aber das wird nicht über Nacht möglich sein. Vielleicht nicht mal ein Menschenleben. Was? Vielleicht reicht nicht mal ein Menschenleben aus, um es zu bewerkstelligen. Aber sie ist ewig. Ich... Wem können wir denn noch trauen? Verdammt nochmal. Sean, warum sollte sie nicht wissen, was passiert, wenn du über die Schwelle trittst? Warum hat sie ihr verschwiegen, was mit dir passiert? Wir wollen alle dasselbe. Und du hast recht, dass sich über Nacht nichts ändern kann. Aber es ist auch naiv zu denken, dass irgendwer in meiner Position etwas so schnell verändern kann. Glaub mir, ich habe es versucht. Wir brauchen eine radikale Änderung, auch wenn sie schmerzhaft sein wird. Schmerzhaft? Sie wird Hunger, Krieg und Leid für Unzählige bedeuten. Bereits jetzt hungern und leiden Unzählige. Scheiße, was soll ich tun? Bring es zu Ende, betritt das Herz der Maschine und löse einen Seelenfunken aus. Aber was, wenn du stirbst, Sean? Es kann doch nicht sein, dass du dich opfern musst. Wir müssen uns entscheiden, Iglerich. Ja, ich find's schön. Zwei Dinge. Ceylon benimmt sich sehr merkwürdig, deswegen vertraue ich ihm nicht. Wir zerstören jetzt die Kufe. Wir bleiben dabei. Der erste Gedanke ist oft der richtige. Und wenn nicht, dann haben wir ihm Pech gehabt. Nein. Unsere einzige Chance, das für immer zu beenden, ist hier und jetzt. Sei kein Idiot. Du versuchst mir weiß zu machen, dass Naomi mich manipuliert. Dabei haben die Rebellen uns bei jedem Schritt versucht zu beeinflussen. Dann lasst mir keine Wahl. Ich werde mich nicht so kurz vor dem Ziel aufgeben. Mal gucken, ob wir das bereuen. Bannpfeil! Oh, ein bisschen spät. Okay. Ja, wehr du ruhig ab. Dann habe ich mehr Zeit, TP aufzubauen. Die brauchen hier lange, weil wir wenig Schaden machen. Aber egal, lass mal schön weitermachen. Vielleicht können wir ihn verwirren. Oh, es war zu früh, scheiße. Du alter Stinker. Gemacht, wie ich gehofft hatte. Aber okay, Inventar. Der Glintsplitter ist das, was wahrscheinlich am meisten Schaden machen wird. Deswegen arbeite ich auf den jetzt auch hin. Warum macht er nichts? Was geht denn mit dem? Was ist das für ein Kampf gewesen? Der hat ständig nichts getan. Nein, das darf nicht sein. Ich war so nah. Du hast nicht gezögert. Jetzt ist an der Zeit, den letzten Schritt zu gehen. Aber bedeutet das jetzt... Sean, was, wenn du nicht mehr zurückkommst, Sean? Es wird schon alles gut werden. Was auch immer passiert. Fang gar nicht erst an mit so einer dummen Rede. Sean, hör auf, alles runterzuspielen. Shawnee. Ernsthaft? Ist dieser dumme Spitzname das Letzte, was du mir sagen möchtest? Jetzt sei mal nicht so dramatisch. Ich weiß, dass du zurückkommst. Ich glaube ganz fest daran.
Ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns wieder. Ich kann den Gedanken auch verstehen, zu sagen, wir zerstören alle Gufe und der Lebenshauch verschwindet. Noema. Das ist auch ein Problem für die Welt, aber dann muss man sich zusammensetzen und gemeinsam dran arbeiten. Wenn man es Stück für Stück macht, ändert sich nichts. Ich hoffe, dass es funktioniert und dass Sean da lebend rauskommt. Ist das Numina? Ja, du warst schon immer in Numina. Das verstehe ich nicht. Ich bin gekommen, um die Gufe zu zerstören. Ich weiß, die wahre Natur deiner Welt ist für dich schwer zu verstehen. Aber du gleitest jetzt über ihre Grenzen hinaus. Du bist längst Teil des Lebens von Iglerich, über die Grenzen dieses Spiels hinaus. Die Saat für den Funken, den ihr entfesseln wollt, wurde längst gesät. Und Iglerich stand dir treu auf diesem langen Weg bei. Ja, ich, ohne Iglerich wäre ich nicht hier. Sean, Iglerich. Seid ihr bereit? Entfesselt den Funken, hier, tief im Herzen der Maschine, jenseits aller Zeiten und Tore. Was ist dieses Licht? Schnell, geh zurück ins Haus. Schließ die Augen. Fällt das Wasser runter? Ja, cool. Es passiert wieder. Das Leuchten kommt von der Ecclesia. Euer Schutzwall ist weg. Es fängt an zu schneien, weil ihr im eisigen Norden seid, Freunde. Was ist passiert? Was zum Schnee? Wenn man ehrlich ist, ist es wahrscheinlich auch gegen die Natur, wie die leben. Und das ist immer schlecht. Das sehen wir in unserer Welt. Jetzt hoffe ich nur, dass wir es überstanden haben. Leute, ihr müsst aufwachen, das ist zu gefährlich. Oh. Sean! Sean! Iglerich, wenn du mich hörst, bitte. Bitte bring Sean zurück. Wenn ich das kann, tue ich das. Der Chef macht das schon. Die Sonne, so schön warm. Das weiche Gras unter mir, es erinnert mich an Eiluin. Ist das... Salzige Luft, das Meer.
Aber es ist anders. Das ist nicht Alterna. Ist das... Ist es deine Welt, Iglerich? Er. Sie ist so voller Eindrücke. Du musst zurück in deine Welt. Die anderen warten auf dich. Die anderen. Aber in meiner Welt mussten wir gegen Raphael kämpfen. Aura ist tot. Und noch so viele mehr. Die Menschen in den Gufen, die leiden mussten. Die Ekklesia, die Rebellen. Hier ist es alles fern. Ey, vergiss deine Perle nicht, Digga. Ich fühle mich leicht. Warte mal, bis du zum Arbeitsamt gehst, dann fühlt es sich nicht mehr so leicht. Als wären wir all diese schrecklichen Dinge... Das wäre dir alle gar nicht passiert. Ich habe dich das nie gefragt, Iglerich. Aber passieren in deiner Welt auch solche Dinge? Bist du vielleicht deswegen in unsere Welt gekommen? In meiner Welt passieren auch schlimme Dinge. Das tut mir leid. Aber möchtest du denn zurück in deine Welt? Natürlich. Es tut mir leid, Iglerich. Ich habe es nie für möglich gehalten, geschweige denn darüber nachgedacht, was in deiner Welt alles vor sich gehen könnte. Existiere ich in deiner Welt nur für dich? So wie du nur für mich in meiner Welt existierst? Existiere ich in irgendeiner Form in deiner Welt? Ich möchte dich auch irgendwie unterstützen, so wie du mich immer unterstützt hast. Ja, also das, was du wirklich kannst, was du 1A kannst, sind Charaktere. Das ist, glaube ich, deine größte Stärke. Dann geh zurück zu den anderen, da gehört er auch hin. Zu den anderen. Du hast recht, Iglerich. Du hattest das schon immer. Unsere Verbindung ist besonders. Und die muss auch nicht enden. Das ist einfach so. Egal in welcher Form oder Gestalt sie in der jeweiligen Welt existieren mag. Gehen. Gehen wir zu den anderen. Bewohner Zelums, mit Sorge haben wir die Entwicklung der letzten Tage verfolgt. Wir haben beunruhigende Nachrichten aus allen Teilen Aternas. Stimmt es, dass die Hauptstadt angegriffen wurde? Wir wissen nicht genau, was sich in Kor zugetragen hat. Die Berichte dazu sind widersprüchlich. Wir wissen noch nicht, ob und wann der Lebenshauch wieder zurückkehren wird. Es scheint, als wären alle Tempel in einem simultanen Angriff zerstört worden. Das waren doch bestimmt die Puristen. Wir hätten sie alle ins Gefängnis werfen sollen. Das ist Proserpinas Strafe dafür, dass wir uns nicht gegen die Puristen gestellt haben. Ruhe! Solche Theorien könnt ihr gerne an eurem Stammtisch spinnen. Hier halten wir uns an Fakten, bitte. Fakt ist, dass der Lebenshauch verschwunden ist. Fakt ist, dass aufgrund der Ereignisse neulich die Ekklesia in der Stadt sehr gut bewacht war und trotzdem konnte sie zerstört werden. Womöglich durch Noetik. Aber wie verteidigen wir uns jetzt ohne Zaubern? Vor wem wollt ihr euch verteidigen? Das ist eine gute Frage. Bitte, bewahrt Ruhe. Viele von uns haben schon vor dieser Situation einen gesunden Umgang mit der Noetik gepflegt. Falls ihr Unterstützung benötigt, kommt in die Akademie. Wir haben Nahrungsvorräte und Notunterkünfte, solltet ihr in Schwierigkeiten geraten. Davon abgesehen müssen wir abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Eine gigantische Lichtsäule schoss aus der Ekklesia. Dann war nur noch ein Krater übrig.
Und dann war alles aus. Vielleicht wirklich, wirklich seltsame Zeiten. Wart ihr nicht auch in Zählung? Oh ja, richtig, aber... Die Stadt hat sich verändert. Ja, mir scheint, als wäre etwas Großes passiert. Etwas Großes? Ja, etwas, was die Weichen des Schicksals umgeschlagen hat. Ich dachte, ihr seid Händler und nicht Dichter. Ihr habt es doch auch gehört, der Angriff auf Chor, die Ermordung der Matriarchin. Und jetzt haben wir nicht mal mehr Lebenshauch. Die Lichter sind aus, die Schiffe stehen alle still. Die Welt gerät aus den Fugen. Klingt nach einem Plot der Rebellen. Jetzt fang du dich auch noch an. Es ist Aufruhr, ja. Eine Machtwende in Chor. Aber diese Dreckstadt ist so weit von hier entfernt. Machtwende. Das war ein gewaltsamer Sturz. Was immer auch genau passiert ist, es hat unsere Welt auf jeden Fall gewaltig entschleunigt. Was für ein Unfug. Du müsstest dich mal reden hören. Wir leben in einer verrückten Welt. Nun denn, ich muss morgen früh los zum Richtung Hafen. Wenn wir Glück haben, hat sich die Lage bis dahin etwas beruhigt. Sehr gut, ich bleibe noch etwas auf. Da waren wir doch vorhin. Naja, das ist natürlich jetzt auch genau das. Links liegt jemand. Das ist das, worüber wir gesprochen haben. Das ist wieder der Natur, wie die hier leben. Und das stelle ich jetzt zurück. Es war völlig klar, dass wir Menschenleben gefährden dadurch. Aber Menschenleben sind eben keine Seelen. Jetzt lasst uns endlich durch. Wir wissen, dass die Bäckereigilde noch ein heizes Haus hier hat. Es tut mir leid, aber zu eurer eigenen Sicherheit müssen wir die Straße absperren. Unsere eigenen Sicherheit? Ihr spinnt wohl! Die Kleine hat ihre Mutter verloren und wir sind seit Tagen unterkühlt. Habt ihr denn gar kein Herz? Die Ekklesia muss uns doch helfen. Aber es gibt Plünderungen und uns fällt es sehr schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Plünderung? Wir werden hier auf offener Straße angegriffen, während die feinen Herren der Gilde im Warmen sitzen. Meine Damen, bitte, beruhigen Sie sich. Wir sind gleich da. Gut. In all den Jahren habe ich noch nie jemanden auf die Insel gebracht. Soweit ich weiß, lebt da auch niemand. Gibt es da einen verborgenen Schatz? Du musst es mir natürlich nicht verraten. Ich plaudere nur gern. Nein, nichts dergleichen. Ich möchte nur den Ort nochmals sehen, an dem ich aufgewachsen bin. Sarah? Ah, wir können sie steuern, aber haben nur eingeschränkten Menüzugriff. Okay. Ich würde sagen, damit die Folge nicht zu mega lang wird, machen wir hier jetzt Schluss und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich bin sehr gespannt, was aus Sean geworden ist. Macht's gut, Leute.